Liebe Mitfeiernde über Livestream mit uns Schwestern im Kloster Notgers-Eck verbunden, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen. In dem Buch Tobit zeigt uns das Alte Testament einen Menschen, der trotz schwerer Schicksalsschläge nicht verbittert wird, sondern der in dem schweren Schicksal plötzlich zu erblinden, in der Verbannung zu leben, zutiefst eine demütige Haltung gegenüber Gott übt, ihn preist, ihm dankt und der so zu einem wahrhaft trotz der Blindheit sehenden, erkennenden Menschen wird. Dieser Schicksalsschlag führt ihn ganz in die Tiefe, in die Beziehung zu Gott. Und solch einen Menschen kann Gott beschenken. Solch einen Menschen ist Gott sehr nahe. Als Tobit dann dieses Wunder geschieht und er geheilt wird, in diesem Moment kann er sich nur noch an Gott hinwenden. Er vergisst ihn nicht. Nein, auch in diesem Moment kann er ihn nur noch loben, preisen und danken. Es ist ein ganz vom Heiligen Geist erfüllter Mensch. Lassen wir diesen Heiligen Geist auch in unsere Herzen hinein, dass er uns zur tiefen Erkenntnis führt, zur Wahrheit von uns selber und Gott gegenüber. So stärken wir uns am Tisch des Herrn und lassen wir uns von ihm beschenken. Eine segensvolle Andacht und einen schönen Tag.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Christus, der ist und der war und der kommen wird, sei mit euch. Wir begegnen Gott im Geheimnis der Eucharistie. Er kommt zu uns in seinem Wort, in der Heiligen Kommunion. Um das alles zu verstehen, haben wir den Heiligen Geist eingeladen, dass er uns leitet und führt. Öffnen wir für ihn unsere Herzen, damit er uns in dieses Geheimnis einführt, damit wir aus diesem Geheimnis Kraft und Mut zum Leben schöpfen können. Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Geist gesandt, damit er uns in die Wahrheit einführt. Herr, erbarme dich. Dein Heiliger Geist offenbart uns deine Liebe und deine Vergebung. Christus, erbarme dich. Aus der Kraft deines Geistes können wir uns für das Gute entscheiden und es auch tun. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, deine Vorsehung geht niemals fehl. Halte von uns fern, was uns schadet, und gewähre uns alles, was zum Heile dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Tobit. In jenen Tagen saß Hannah am Weg und hielt nach ihrem Sohn Ausschau. Als sie ihn kommen sah, rief er sie seinem Vater zu: Dein Sohn kommt zurück und mit ihm der Mann, der ihn begleitet hat. Raphael aber sagte zu Tobias: Ich weiß, dein Vater wird wieder sehen können. Streich ihm die Galle auf die Augen. Sie wird zwar brennen, aber wenn er sich die Augen reibt, wird er die weißen Flecken wegwischen und wird dich wieder sehen können. Hanna war inzwischen herbeigeeilt, fiel ihrem Sohn um den Hals und rief: Ich habe dich wiedergesehen, mein Sohn, jetzt kann ich ruhig sterben. Und beide brachen in Tränen aus. Auch Tobit versuchte, ihm entgegenzugehen, stolperte aber an der Tür. Da lief ihm sein Sohn entgegen und fing ihn auf. Und er strich seinem Vater die Galle auf die Augen und sagte: Hab keine Angst, mein Vater. Tobit rieb sich die Augen, weil sie brannten. Da begannen die weißen Flecken, sich von den Augenwinkeln aus abzulösen. Und er konnte seinen Sohn sehen, fiel ihm um den Hals und sagte unter Tränen: Sei gepriesen, Gott, gepriesen sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Gepriesen seien alle deine heiligen Engel. Du hast mich gezüchtigt und hast wieder Erbarmen mit mir gehabt. Denn ich darf meinen Sohn Tobias wiedersehen. Voll Freude ging der Sohn mit seinem Vater ins Haus und erzählte ihm, was für wunderbare Dinge er in Medien erlebt hatte. Dann ging Tobit seiner Schwiegertochter bis an das Tor von Ninive entgegen. Er war voll Freude und pries Gott, und alle, die ihn sahen, staunten, dass er wieder sehen konnte.
Tobit aber bezeugte ihnen, dass Gott Erbarmen mit ihm gehabt hatte. Als Tobit seiner Schwiegertochter begegnete, segnete er sie und sagte: Sei willkommen, meine Tochter. Gepriesen sei Gott, der dich zu uns geführt hat, und gesegnet seien dein Vater und deine Mutter. Wort des lebendigen Gottes. Wer mich liebt, hält fest an meinem Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm wohnen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus im Tempel lehrte, sagte er: Wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Messias sei der Sohn Davids? Denn David hat ihm vom Heiligen Geist erfüllt selbst gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich mir zu Rechten, und ich lege dir deine Feinde unter die Füße. David selbst also nennt ihn Herr. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Es war eine große Menschenmenge versammelt und hörte Jesus mit Freude zu. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Eine große Menschenmenge war versammelt und hörte Jesus mit Freude zu. Und wir hören wir heute das Wort Gottes. Wir sind auch ja versammelt. Ja, schon wieder, ja, Wort Gottes, Dienst gut, dann kommt die Lesung, dann kommt das Evangelium. Wir kennen es, manchmal auswendig. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht wirklich dem Wort Gottes begegnen. Das sagt uns Jesus auch im heutigen Evangelium. Wenn wir wirklich wollen, dass dieses Wort uns verwandelt, dass wir mit unserem Leben auf dieses Wort eine Antwort geben können, müssen wir den Heiligen Geist zu uns einladen, dass er uns erleuchte, dass er uns hilft, erstmal richtig zu hören. Und zwar mit Freude, weil Gott selber ein gutes Wort für mich hat.
heute, für mich ganz persönlich. Und wenn ich es nur rein menschlich betrachte, nur mit meinem Verstand, kann ich an den Buchstaben festhalten und nicht zur Einsicht kommen, wer da eigentlich zu mir spricht. Die Juden haben sich auf David oder andere Propheten dann berufen und Jesus sagt, nein, das ist Gott selber. Der jetzt zu euch spricht, ist nicht nur Davids Sohn, selbst wenn er von diesem Geschlecht abstammt. Aber ist der Herr, das heißt, ist Gott. Ist es nicht schön, dass Gott mit uns reden will? Dass er sich Zeit dafür nimmt? Dass er nicht müde wird, uns in seinem Heiligen Geist Stück für Stück alles zu erklären und uns in die Wahrheit zu führen? Bitten wir heute neu den Herrn, dass er uns seinen Geist schenkt, dass er uns Freude an seinem Wort schenkt, dass wir jedes Mal, wenn wir dieses Wort hören, es zur Hand nehmen oder lesen oder beten im Brevier, es mit Freude tun, mit einem offenen Herzen und Ohr, weil ja der Herr zu mir spricht, weil der Herr ein Gespräch mit mir wagt. Jesus ist der Herr, ihm wollen wir unsere Fürbitten anvertrauen. Wir bitten dich, Herr, für deine ganze Kirche, öffne uns immer mehr für das Wirken deines Geistes. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Völker dieser Erde, hilf uns wieder zueinander zu finden und jedem Krieg ein Ende zu setzen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die leiden und krank sind, besonders für Ursula, die heute operiert wird, dass du, Herr, sie aufrichtest und heilst. Christus, höre uns. Christus. Wir bitten dich auch für unsere Verstorbenen, schenke du ihnen die ewige Freude in deinem Reich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die an dich noch nicht glauben, ziehe sie an dein Herz. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich auch für uns selbst, schenke uns Freude an deinem Wort. Hilf uns, nach deinem Wort unser Leben auszurichten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir danken dir, Herr, dass du uns immer erhörst. Dir sei Ehre und Lob jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, im Vertrauen auf deine Güte kommen wir mit Gaben zu deinem Altar. Tilge unsere Schuld durch das Geheimnis des Glaubens, das wir im Auftrag deines Sohnes feiern, und schenke uns deine Gnade. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Durch deinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Er ist dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Komme, dein Wille geschehe, wie unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von allem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat uns seinen Geist geschenkt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens, der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich, unser Lamm Gottes.
Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber nur ein Wort, so wird mein Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Lasset uns beten. Herr, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Führe uns durch deinen Geist, damit wir uns nicht nur mit Worten zu dir bekennen, sondern dich auch durch unser Tun bezeugen und den ewigen Lohn erhalten in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald. Und schenke euch die Früchte der Erde. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.